Ja, hey, willkommen, mein Name ist NewRLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge sind wir in diesem Turm rumgeeiert, haben immer noch nicht Kurt gefunden und ich hoffe, der kommt jetzt direkt hier hinter. Einer von denen muss jetzt Kurt sein, damit es passt. Aber ich glaube nicht, weil die wollen uns abschnitzeln. Au. Nein. Fällt auf, unser Elfmixer ist ein bisschen leer. Das ist nicht gut. Das muss nicht so sein. Das liegt aber, glaube ich, irgendwie an unseren Büchern, nicht an den Gegenständen, die wir herstellen können. Also muss ich da vielleicht was ändern. Das habe ich denn nicht nötig. Eigentlich habe ich alles nötig. Du komm her. Bei mir gibt es kein Entkommen. Ja, der mein Weg kreuzt, ist Todes. Oh, will aber nicht. In den meisten Fällen wollen sie es nicht, deswegen bin ich auch etwas unbeliebt. In dem Sinne, ja. Hey, gut, jemand hat ihn da in meinen Kreis reingeschossen. Ich mich. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, aber sah jetzt irgendwie so aus, als hätte mich Sherry angegriffen. Ich habe ich das schon mal gesagt, in der japanischen Version fragt sie, wo sie die Messer versteckte und was sie noch alles in ihren Klamotten verstecken. Das ist lustig. Nehmen wir. Also ich nehme jetzt, glaube ich, mehr so Dinger, die leicht zu leveln sind. Ich habe die Menge macht's. Hi. Oh Gott, was? Ein Stecher. Was? Plänkler, ein Kommandant, Stecher. Gruppenresonanz, was? Warum sind hier wilde Stecher? Ja, zum Glück ist unser Elf-Dingen gleich voll. Ich dachte, das Pascal wäre tot. So, Espel, schnitze mir den weg. Oder die. Mein Bumerang ist vollkommen woanders, wo er sein sollte. Aber wen interessiert's? Das sieht gut aus. So, tu mal. Espel, warum ist dein Kreis grün? Ja, Pascal, geh da weg. Ich rette dich. Aua. Nein, nicht von hinten. Nein. Nein, wo werfe ich denn hin? Ja, verdammt. You shall pay for this. I will kill you all with my fists of fury. Calamity Rondo. So, du jetzt auch. Nein, ich muss dich doch treffen. Verdammt. Oh Gott. Wir sind alle irgendwie im A. So, wer ist denn gleich tot, du? Aua, ich auch. Nein, ich hoffe nicht schießen. Jawohl. Geil. Jawohl. Und du stirbst. Warte, ich komme wieder hin. Ah, schön. Die Bosse, die macht mich fertig. Das ist nicht schön. Vitalität. Da brauchen wir Vitale. Ja, das sage ich jedes Mal, oder? Ja, das ist gut. Viel Sammler und so weiter. Ist immer Leben, na genau. Schnell die Items einsetzen, das ist immer gut. Oder mehr KP mit Trank des Lebens. Ist gut. Die jetzt nix. Wir sind, glaube ich, schon da, ne? Kurz Büro. Geil. Oh, kein Ladebildschirm. Okay. So, this is Kurt's office. Looks like he's out. Are you sad he's not here? A little, but I'm also relieved. I have no idea what I'll say to the man when I finally see him again. Anyway, we're here. We should learn what we can. Okay. Nein, ich will nicht Espel steuern, ich will Pascal steuern. Was haben wir hier? Eine Kamille. Geil.
Okay, so wie war's los? Wir müssen vor Richard zum Balkenis gelangen. Huh, irgendwo hier muss doch ein Hinweis zu finden sein. Ja, yippie, siehst du, mein Pascal Supersensor hat das Signal aufgenommen. Okay. Na, Chaya. Wo sind wir dir los? Er hat auf jeden Fall sehr viele Bücher. Hey, ist das nicht... Ah, stell ich nicht hinter mich. Wieso? I don't get it. Was ist los mit ihr? I don't get it. Ist das der Welknis von Fendel? Ja, da kann man was prüfen, aber noch nicht. Es muss kurz Büro sein. Die wimmelt es nur so von Hinweisen auf ihn. Ist das der Hauptmann in jungen Jahren? Wir sollten fertig sein, bevor er zurückkommt. Irgendwo muss ein Hinweis zu finden sein. Prüfen. Man sieht euch all diese Bücher an. Wem redest du? Man sieht euch all diese Bücher an. Wir reden mit den Schlümpfen in seinem Kopf oder was? Das ist der einzig unordentliche Bereich hier drin. Sagen wir hier. Das ist ein Forschungsbericht zum Balkenis. Ich verstehe nur Bahnhof. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Wir müssen schon wissen, was wir hier finden. Schau, was machst du da? Oh, Papiere. Die waren es, glaube ich. Just a stone's throw away. If the Valkenis explodes, it will mean the end of Zavhurt. Someone's coming. Den machen wir fertig. Hallöchen. Malik, is that you? Hello, Kurt. It's been a long time. As much as I'd love to catch up, this is hardly the time nor the place. We need to speak to you. It's important. Is it true that you're heading up the Valkenis experiment? It is. And it's also true we're finally on the cusp of a vital breakthrough. If this experiment works, we'll be able to harvest Eleth at a phenomenal rate. The people of Fendel, all of them, will want for nothing. The revolution of 20 years past never died, old friend. It just took a different form. You have to stop the experiment, Kurt. The research you're using is flawed. If you extract too much Eleth, it'll initiate an unstoppable chain reaction and destroy the Valkenis. This is Pascal. She's an Amarcian and an expert on the Valkenis. She founded the original research upon which Fourier based her work. Your concerns are amusing, but unnecessary. The experiment will go forward as planned. What? Do you think me so foolish as to rely solely on the work of Miss Fourier? We've made extensive modifications to her research and accounted for every possible outcome. But... My country is dying. If we halt the experiment, the plight of our citizens will become exponentially greater. We would be forced to invade neighboring countries, merely to survive. The border skirmishes of our recent past would quickly escalate into all-out war. Bin ich irgendwie schon so ein bisschen im Krieg? Do you mean Windor? We have nothing more to discuss. So that's it? You refuse to stop the experiment? Malik? Out of respect for our past history together. If you leave now, I will give you time to escape. If not, I will summon the guards. Ach, als ob die uns aufhalten können. I ran once, Malik. I suggest you do so again. Kurt, damn you! Enough! You and I chose very different paths, old friend. This is mine. Okay. Okay, ich dachte schon, wir müssen den ganzen Weg zu Fuß. Ja, das hat ja
Gut geklappt. Well, at least we know where the Valkenis is. That's something. But Kurt refused to stop the experiment. He's fought a revolution all by himself for the last 20 years. Think of the strength that must have taken. I wish I could support him. You heard what he said, Pascal. Do you still think the experiment is dangerous? There's no safe way to extract Eleth from that Valkenis. It's just way too unstable. I see. Captain Malik, we should go to the glacier and stop the experiment. We're the only ones who know the truth. It's our responsibility. Responsibility. When we next meet Kurt, we will almost certainly have to fight him. Are you prepared to do that? To fight my old friend. If we do this, it will bring the wrath of the entire Fendel Nation down upon us. And we are but six people. If you don't pull your weight in battle, it'll put all of us in danger. Kurt is still my friend, no matter what happens here. But I will do whatever it takes to stop him. I owe him that much. That's all I needed to hear. Shall we move onward? Aber Hubert scheint sowas ja eine Tagesordnung zu sein, aber Leute, die Herz haben. Ne? Aua, ich habe Schnee in den Augen bekommen, ich hau ab. So, dann müssen wir jetzt zum Gletscher nördlich von Zerwert. Da könnten wir eigentlich schon mal. Erstmal gehen wir jetzt zur Stadt und machen. Ja. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob man meine Aufstöße immer hört, aber. Ich tue es trotzdem, mich immer entschuldigen. Wir gehen erstmal gen Nordost. Captain Malik, is there any chance we could find the leader of this country and ask him to stop the experiments? Chancellor Eigen would be the man you seek. He certainly has the power to stop it. But unfortunately for us, we didn't see Chancellor Eigen in Fendel Tower. Somebody in town said Eigen is watching the experiments personally and stuff. So if we're gonna convince him, we better crash that party. You may be right. If the Valkenis is in the glacial region, we should take the northeast exit out of town and hurry over there. Right. Okay. Aber vorher noch diese Nebenquest. Wie bitte? Was meinst du mit Lorelia? Ist die Tochter des Kanzlers? Psst, sei leise. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte sie uns gegen ihren eigenen Vater helfen? Ich weiß nicht. Aber das erklärt, wie sie an einer Karte der Hauptfestung der Regierung gelangen konnte. Und die ganze Zeit über dachte ich, sie sei nur eine sehr begabte Spionin. Das können wir nicht zulassen. Was? Das bringt sie in höchste Lebensgefahr. Wir brauchen sie, Malik. Die Informationen, die sie uns beschafft, sind sehr wertvoll. Kurt, wir können nicht einfach... Ja, verdammt! Malik, wo gehst du hin? Oh, Malik! Stimmt das nicht? Du schaust so ernst rein. Du bist die Tochter des Kanzlers. Ich... Warte, woher? Du kannst nicht mehr mit uns zusammenarbeiten. Was? Wieso? Wegen meines Vaters? Ich liebe dieses Land ebenso sehr wie du. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber es ist viel zu gefährlich. Dein Vater würde nicht zögern, an dir ein Exempel zu statuieren. Es ist mir wohl bewusst, und was noch viel wichtiger ist, es ist mir egal. Ich bin schon lange bereit, in unsere Sache gegen meinen Vater zu kämpfen, wenn es notwendig sein sollte. Malik? Manche Leute, nun, sie trauen dir nicht. Sie glauben, dass du uns verraten wirst. Was? Das würde ich nie. Oh, Malik, bitte sag mir, dass du nicht daran glaubst. Ich kann nicht das Risiko eingehen, mit einer Doppelagentin zu arbeiten. Malik! Wie kannst du nur... Dramatische Vergangenheit. Warum habe ich sie angelogen? Ich hätte ja einfach die Wahrheit sagen sollen. Dass ich ihren Gedanken nicht ertragen kann, sie zu verlieren. Wenn ich das nur getan hätte, dann...
wäre irgendwas passiert. So, haben wir neue Anfragen. Sag mal, er mehr Brasse. Ich weiß nicht, was das ist. Weiß ich, soll ich hier einen Schnitt machen? Ich weiß gar nicht, ob noch ein Speicherpunkt irgendwo in der Nähe kommt. Erstmal Mixer laden. Jawohl. Trick des Lebens. Ja. Da können wir uns, glaube ich, schon mal zum... Ich meine, da kommt irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe, aber ich weiß es jetzt nicht. Wenn sowieso Cutscenes kommen, dann renne ich sowieso nochmal vorher zurück. Dann, weiß ich nicht, dann stelle ich mich da irgendwie hier vor irgendwo und dann tue ich in Wirklichkeit zurückrennen zum Speicherung und Speicher, weil das ist mir sicherer. Ein künstlicher Kristall, yeah! Warte mal, Titel, ja. Komm her, wo bist du? Oh Gott! Was? Nein, ich will nicht erstmal... Lass mal Schock! Wutsch! Lass mal Schock! Den Angriff werde ich spammen, weil er ist stark. Finde ich. Death by Moonlight. Und zack, ich will wieder mehr steuern, was er denn da hat. Und ja. Verbundene Art. Einige Arts sind in der Arztliste ausgegraut. Um diese verbundenen Art zu aktivieren, musst du X halten, während du dich im Kampf durch die Arztpfade bewegst. Ach so, ja, okay, das habe ich ja in diesem Part oder im letzten irgendwann mal erwähnt. Mit Dämonenfaust. Kann ich mal zeigen. So, komm mal her. Bams! Bams! Das war das. Du brauchst, glaube ich, erst zwei Angriffe. Dann kannst du Dings machen. Dämonenfaust. Dafür gibt es auch, glaube ich, Titel für den Angriff. Das heißt, ich kann diesen verdammten Angriff auch verdammt oft einsetzen. Den Dir. Na, Eissachentanz war da auch einer. Da, habt ihr gesehen, wie viele Angriffe ich da gemacht habe. Au. Never give up. So, mein Gott, wie viele Erfahrungspunkte kriegen wir hier? Nicht an den Gericht, das ich hier ausgerüstet habe. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, was kann ich denn noch hier? Das kann ich noch locker hochleveln und was weiß ich. Zack. Jawohl, 773 Gold. Du, komm her. Ich mach dich fress kaputt. Jo, aua, aua. Und ja, ich spamme diesen Angriff jetzt. Und Plasma, verdammt. Bam, Charge. Sieht auch geil aus. Wir haben vier Angriffe, sehen alle geil aus, finde ich. Ja, Megasonic Thrust, genau. Ah, verdammt, ich wollte... Ist hier noch einer? Du, Fallensteller. Langsam bekommen wir auch immer genug SK, um die alle auszuführen. So, wir bekommen immer bessere Sachen. So, goldener Zweig. Ist hier nicht da? Ja, da ist noch ein Speicherpunkt. Ich werde verrückt. Alles läuft nach Plan. Wartezeit runter plus 8%. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, physischer Angriff. Ja, machen wir mal. Dann machen wir auch mal das hier. Weiß ich nicht. Vektor. Ja, viel Sommer ist da, glaube ich. Ne? Jo. Lebensgewinn. Mein Gott, wie viel. Okay. Komm, ich mach mal auch noch schnell kaputt. Zack. Aua.
Tante. Ach ja, er hat ja 4 Angriffe, stimmt. Ah, verdammt, hör auf damit. Mein Gott. Ich will mal. Mein Gott, die ballern hier einfach wild durch die Gegend. Und wenn und aber. Ich hab Pudding, geil. Hab ich den Pudding näher? Zack. Jawohl. Meiner. Verdammt. Und schon wieder eins, okay. Donnerbeben verbessert. Geil. So, dann. Gut, kein Skip. Volltreffer. Oh, hier könnte ich, glaube ich, den Dingens Mixer immer wieder aufladen, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Weiß ich nicht. Jedenfalls mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Sayonara.